Ja, hallo vom Zentrum für Yoga aus Unterfranken, das liegt in Bayern. Heute ein Video über die sogenannten Triggerpunkte. Wer mich noch nicht kennt, mein Name ist Markus Ritz, Heilpraktiker, Yogalehrer, Dozent, Autor, Mensch und was man alles noch so sagen kann. Auf meinem Kanal YouTube Markus Ritz Zentrum für Yoga findet ihr 640 Videos mittlerweile, alle über die Themen Yoga, Leben und Gesundheit aus einer ganzheitlichen Sichtweise. Und so betrachten wir heute einmal die Triggerpunkte. Triggerpunkte habe ich mal in der Massageausbildung gelernt vor vielen Jahren. Man drückt irgendwo mit dem Daumen, Finger, manche auch mit Ellbogen, auf einen Punkt am Körper und dieser triggert dann, löst einen Schmerz aus. An Ort und Stelle oder vielleicht sogar an ganz anderen Stellen. Man drückt beispielsweise hier oben rein, zack, am Trapezmuskel und derjenige springt plötzlich auf. Oder es entstehen Kopfschmerzen, die so seitlich ausstrahlen. Oder umgedreht, der Patient, der Klient, der Mensch hat seitliche Kopfschmerzen. Man drückt diesen Punkt und schon wird es vielleicht besser. Je nachdem natürlich, wo dran es liegt. Und die Trigger aus der Körpertherapie haben sich irgendwann auch in die Psychologie eingeschlichen. Triggerpunkte, Auslöser, bestimmte Themen, die etwas auslösen im Menschen, bestimmte Worte, Begriffe, was auch immer, sind wie ein roter Knopf, wo man draufdrückt, meistens man nicht selber, sondern jemand anders. Und dann löst es ein Problem aus, ein Schmerz, ein Unwohlsein, egal. Manche Worte sind Trigger und lösen Magenbeschwerden aus. Manche sind Trigger und lösen emotionale Dinge aus, Wut, Zorn, Trauer. Und so haben wir eben viele Trigger, das alles, was wir gelernt haben, und eben bestimmte Knöpfe, die gedrückt werden und in uns etwas bewegen. Bestimmte Situationen, die etwas auslösen, eine Erinnerung aus dem Inneren herauskramen, wo man sich nicht gut gefühlt hat, oder gewisse Aussagen, Sprüche, Ereignisse, wo man sich dann tierisch aufregt, ja, wie das Tier von der Muppet Show. Ihr seht das Tier. Dann hat man tierische Emotionen, tierische Wut. Man würde wie ein Tier sofort auf den anderen draufspringen, ihn zerbeißen wollen. Das sind dann so Trigger. Auch Trigger, wo man dann als Reaktion dagegen schießt. Jemand sagt, du hast das falsch gemacht. Und dann wird man so getriggert, dass man sagt, ja, aber sie haben auch das und das falsch gemacht. Und sie machen das und das und das und jenes, welches, solches. Und so fährt einer ein Geschütz auf und der, also man selber dann, ein genauso großes oder noch größeres Geschütz, so nach dem Motto, wie du mir, so ich dir. Das ist ganz negativ, weil man dann genauso dumm ist wie der andere. Sollte man nicht tun. Man sollte natürlich dann nicht alles auf sich sitzen lassen, sondern auch mal die Zähne zeigen, wie man so schön sagt, aber nicht zuschlagen, weder verbal noch körperlich noch sonst wie. So gibt es eben Trigger, wo man sich, ich will es mal so formulieren, angesprochen fühlt. Und wenn man seine inneren Themen aufgelöst hätte, würde einem dieser Trigger, diese Aussage, dieses Handeln, was auch immer, nichts mehr innerlich bewegen. Man wäre dann gechillt und wenn jemand einen dumm anmacht, würde man sagen, ja, schau mal auf dich. Kehr mal vor deiner eigenen Haustür. Aber man hat eben nicht alle Themen aufgelöst, sonst wäre man gar nicht mehr auf dieser Welt. Und so schickt dann das Universum immer wieder Dinge, Themen. Ja.
die uns sozusagen sticheln, kitzeln, nochmal Salz in die Wunde geben, dass es ja gut wehtut, um endlich die Wunden zu heilen. Und erst wenn man gechillt, wenn einen so Aussagen gar nicht tangieren, negative Aussagen, dann würde man vielleicht mal kurz überlegen, ja, hat die Person recht oder nicht? Wenn sie recht hat, würden wir uns vielleicht bedanken und uns zum Lernen motivieren. Und wenn sie eben das nur sagt, weil die Person selber ein Thema damit hat, dann würden wir sagen, tschüss, mir doch Wurst. Man lässt die Themen dann beim anderen und nimmt sie nicht mit, weil man eben keine Resonanz mehr hat. Und trotzdem schickt das Universum manchmal immer wieder diese Dinge auf einen zu, diese nervigen, ja, Personen, Ereignisse, Menschen, um zu schauen, hat er es wirklich schon gelernt, hat sie es wirklich schon gelernt oder ist da noch ein bisschen Triggerpunkt da? Ja, ein ständiges Hin und Her, ständige Aufgaben und irgendwann vielleicht, wenn man es gelernt hat, kommen diese Dinge nicht mehr. Aber Trigger kommen eben immer dann, wenn man es noch nicht gelernt hat. Der Körpertherapeut drückt die Triggerpunkte, weil man es vielleicht noch nicht gelernt hat, das Thema loszulassen. Oder er drückt drauf, weil eben der Muskel immer noch verspannt ist und immer noch irgendetwas an anderen Körperregionen auslöst. Ja. Und so kennt man bestimmt diese Situationen. Jemand sagt etwas, man regt sich tierisch auf, was der, die denn will, was sie denn schon wieder hat, was er schon wieder hat, wie auch immer. Ja, und dann hat man eben noch einen Trigger damit. Der andere hatte sein Problem, aber man selber hat nun auch wieder ein Problem, was sichtbar geworden ist. Nun, und so finden wir täglich diese Herausforderungen. Die besten Trigger-Knopfdrücker sind die Partner, die Partnerin und Kinder, die immer drücken, immer gucken, wo da noch etwas ist, wo der Papa, die Mama, der Partner, die Partnerin dran arbeiten kann. Nun, das ist Leben. Leben ist Entwicklung, Leben ist Lernen. Und je besser man das betrachten kann, je objektiver man das betrachten kann, desto gechillter bleibt man. Aber so als Motivation, damit man nicht gar so niedergeschlagen ist jetzt nach diesem Video, sagen auch die Weisen, die Asketen, die Rishis in den Yoga-Schriften und Geschichten, dass ja, wenn man Flüche oder so auslässt, rauslässt, weil auch Gurus genervt werden können, haben auch Trigger, dann verfluchen sie den anderen und dann fallen sie in ihren Reichtum der Askese wieder etwas zurück. Oder wenn sie schon in den Himmel aufgestiegen sind, dann fallen auch diese zurück. Und so ist es menschlich, dass man eben solche Wunden hat. Und je größer manchmal die Wunden, desto schmerzhafter ist es. Besonders so Kindheitstraumen, die eben hochgeholt werden, die sind besonders ernüchternd, schmerzhaft. Aber wie gesagt, es lohnt sich, daran zu arbeiten. Und wie weiterhin eben erwähnt, auch die großen Asketen haben Trigger, wo drauf gedrückt wird, haben zwar jahrzehntelang vielleicht Askese geübt, meditiert, trotzdem kommt irgendetwas, was wieder auch in ihnen etwas auslösen kann. Nun, so don't worry, be happy, arbeiten wir an uns und weiter geht's. Ja, gerne hinterlasst ein Like auf YouTube, ein Abo, kommentiert gerne meine Videos. Wie euch die zusagen. Gerne auch Wünsche könnt ihr äußern für weitere Videos, für weitere Themen aus dem Yoga, aus dem Leben und der Gesundheit. Ja, auf meiner Website www.kraftundenergie.com findet ihr weitere Informationen, weitere Texte und Dinge über Yoga.
Und natürlich in meinen Padmasana-Heften Yoga, Leben und Gesundheit. 12 Ausgaben rund um Yoga, Leben und gesundheitliche Themen aus ganzheitlicher Sicht. Vielen Dank mal wieder fürs Zuhören, für die rege Beteiligung an den Videos und dann sehen wir uns bald wieder auf YouTube. Markus Ritz, Zentrum für Yoga.